Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Breath Edge. Ich will mal versuchen, da runter zu kommen. Da soll nämlich Sauerstoff sein. Kann ich meinen Flug auch irgendwie beschleunigen? 12 Meter die Sekunde ist jetzt nicht so viel, ne? Da unten soll irgendwie Sauerstoff sein. Was kann ich, wie ich die Info bekommen habe? The largest condom in the world and also an emission of gas, most likely oxygen, are detected ahead. The service supply compartment, almost intact. They usually install oxygen stations here. You would be in a damaged door scanner. You can scan the scanner with a scanner to record the scanner's damage data to the scanner's scanner protection system for emergency depressurization of the compartment. You will need a scanner. I used the word scanner 8 times. Was hat er gesagt? Na komm, wir versuchen's. Lass mich da rein. Ich will Luft haben. There can be no mistake here. This is working autonomous oxygen station. It can be used for long distance flights if you don't break it. Okay, wir haben Sauerstoff gefunden. Sehr schön. Kriege ich die UI alle irgendwie ausgeschaltet? Nee. F11? Was sind das da oben für Symbole? Was passiert denn hier, wenn ich F11 drücke? Irgendwas passiert darüber. Was passiert denn hier mit F11? Er überlappt doch links oben. Okay. Okay, egal, muss ich nicht verstellen. Oh, hier, Electricity. Nein, das Huhn ist der Feuerlöscher. Und wir haben noch ein Kabel gefunden. Wie cool. Ach, Schier, das kann ich mir noch nicht herstellen. So, das ist schon mal sehr gut, dass wir hier Sauerstoff haben. Warum können wir denn hier mal so mitnehmen? You must carefully remove the station by removing two screws. Anyway, this doesn't matter anymore. At least now you have an understanding of how to assemble one. You have a set of its parts and a light taste of despair. Wie, jetzt ist sie kaputt oder was? Okay, aber ich kann mir jetzt eine eigene bauen. Eine eigene Oxygen Station. Cool. Aber ich kriege hier trotzdem noch Luft drin. Das ist super. Okay, dann ist ja in Ordnung. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wie cool. Ne, hier komme ich nicht weiter. Kann man das kaputt machen? Nein, kann man nicht kaputt machen. Schade. Ist denn hier noch was drin? Von Belang? Ich glaube nicht, ne? Nee. Gut, dann gehen wir hier mal raus. Und, ja, hier kriege ich wieder Luft, das ist gut. Und dann können wir von hier aus ja unsere nächsten Ausflüge machen. Guck mal, alles gefroren hier im Weltall. Ist nämlich ganz schön kalt. Gibt es hier irgendwas von Interesse? Da oben vielleicht? Das sieht noch nach einem Kabel aus. Condom being suitable for an oxygen reservoir, but you can try to construct a simple balloon for distracting yourself from fatal thoughts. Oxygen Balloon. Wie cool. Okay. Oxygen Candle. Okay. Das ist so eine Sauerstofffackel oder wie? Das bringt doch heilig Licht dann, oder nicht? Ja, ist ja gut. Wir gehen da unten ja schon hin und atmen noch ein bisschen rum hier. Und dann müssen wir auch direkt nach Hause. Ich muss erst was kaputt machen. Die Tür ist kaputt und ist draußen das Vakuum. Ja, nee, das ist hier, dieser, du musst jetzt, ne? Mecker doch nicht an allem rum, Mann. Kefki. Ihr habt auch keine Erklärung für. So, nimm mal mit hier. Ein bisschen Wasser kann nicht schaden. Gibt's denn da noch was? Ja, hier ist noch was. Exhausted Supply. Okay, ist verbraucht. Schade. Ich bin mal gespannt. Ob das dann das komplette Spiel ausschließlich hier spielen soll oder ob man sich sowas wie ein kleines Fahrzeug da macht, so ein kleines Ersatzraumschiff und dann, ich weiß nicht, ich bin mal echt gespannt, was sie hier noch vorhaben. Aber es ist rasend schnell und es sieht gut aus. Ich finde, es sieht gut aus. Also mir gefällt die Optik. Wo muss ich überhaupt hin? Da oben.
müssen wir hin. Dann machen wir das doch mal. Jetzt habe ich mir diesen Bohrer gebaut und den habe ich überhaupt noch nicht gebraucht bisher. Enttäuschen. So, lass mal gucken, was kann man jetzt Schönes machen. Jetzt kann man schon ein bisschen mehr herstellen. Equipment. Oxygen Balloon. Dafür brauche ich das Kondom. Ach was, ehrlich? Wire, zweimal Plastik. Wir haben zwei Wires. Okay, Tools. Den Scanner. Eine Batterie. Ein Lightbulb haben wir nicht. Für den Drill bräuchten wir auch eine neue Batterie. Grabber. Die Shears. Die machen wir uns erstmal. Würde ich sagen. Machen wir uns einmal die Shears. Das ist überfällig. Oxygen Generator, da brauche ich eine Batterie. Oxygen Candle, da brauche ich auch eine Batterie für. Ich brauchte für Alkali. Da müssen wir mal gucken, wo wir jetzt überall Alkali rauskriegen. Dann lass uns doch mal einen von diesen Asteroiden da anbohren. Ne? Inflated, smooth, beautiful, reusable, universal cylinder, reinforced, tape, miraculous, engineering. Aha. Dann nehmen wir doch mal das Kondom mit. Zack. Ist das doch zum Craften. Krass. Plus 25 Oxygen-Reserve. Okay. Müssen wir das dann... Die haben wir einfach so, ne? Anscheinend. Wahrscheinlich, ne? Haben wir das einfach so mit dabei, denke ich mir. Achso. Trinken. Hier haben wir nochmal Oxygen plus 40 jeweils. Ach, das können wir einfach so zum Einatmen nehmen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nach hinten und besorgen uns mal das Glas. Ne? Wir holen uns mal ein bisschen Schrott von draußen rein. Weil... Nicht so weit weg hier. Wir brauchen auf alle Fälle mal so einen Arm. Ohne den geht hier gar nichts. Ja, ich habe Oxygen Candles. Ich dachte, mit den Candles würde ich irgendwas herstellen können. Das hat er jetzt abgebrochen, ne? Ja. Aber er nimmt das Inventar nicht einfach weg. Das ist schon mal gut. Handelskörper, Durability 14. Nimm mal den hier. Ja, dann können wir damit ja lange draußen bleiben. Ne? Wie ich die benutze, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nimmt er die automatisch, denke ich mir. Und was ist mit dem Oxygen Generator? Dann habe ich dauerhaft welches dabei? Weiß ich gar nicht. Meinst du? Ah, doch, Tatsache. Stimmt. Da kann ich nichts hinpacken. Was ist das? Auch nicht. Nee, das geht nicht. You can't inhale enough oxygen with this candle, but at least you can get a couple of horse breaths. Okay. Aber da kommen wir ja schon mal weiter mit. Ah, lass uns mal eben kurz schlafen. Ich möchte wenigstens volles Leben haben. Ja, dann versuche ich mal draußen vor der Tür ein paar Asteroiden anzubohren. Vielleicht, speichern kann ich dann auch. Ich hatte ein Kanon, das hat gereicht. So. Dann noch ein Drill. Lass uns mal kurz irgendwas anbohren hier. Hier muss doch irgendwas anzubohren sein. Hier kann doch nicht nur Stein sein. Ja, toll. Anscheinend doch. Für was kann ich denn den Bohrer mal gebrauchen, Mensch?
Hey, komm her. Oh, noch ein neuer Freund hier. Nee. Oh, oh, Extract. Grabber required? Echt jetzt? Dafür brauche ich einen Grabber, kein Duell. Mies. Alles klar. Ja, ja, jetzt jammer nicht. Ich meine, du hast doch schon mehr gehabt als sonst. Einen Grabber konnte ich mir doch jetzt nicht herstellen, oder? Sehr witzig. Jetzt fehlt mir wieder ein Wire und... Na, sehr witzig. Finde ich sehr witzig. Ja, ja, jetzt habe ich 75 statt, weiß ich. Okay, gehen wir da mal rüber. Gehen wir erstmal dahin. Hier leuchtet doch was. Some of our clients are very sensitive about toilet talk and therefore we included a dictionary filter which will replace the word feces with the word joy. Eine Toilette, da haben wir unseren Hamster. Judging by the amount of joy around, this is the debris of the liner's public toilet. This means that there may be large reserves of water from the... Nein, der ist ja tot, der Arme. Oh Gott, das will... Warum? Warum? Oh, er ist so süß. Kann man den mitnehmen? Poolfellow for some reason. Oh Mann, wieso? Oh Mann, der arme Hamster, den nimmt er mit. Although this toilet doesn't look like a man robot. Yellowish water, alles klar. Gelbes Wasser, haben wir mitgenommen. Wer weiß, wofür uns das noch nützen wird. Ich weiß es nicht. Lass uns diesen Container mal auseinandernehmen eben. Lautsprecher auseinandernehmen. Okay. Wo ist... Ist der schon kaputt, der Lautsprecher? Ja, ist er. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt alles aufgesammelt habe. Aber... noch ein Wire? Ja. Haben wir hier noch ein Wire irgendwo? Ne, dann lass uns mal zurück. Geh da schnell, ja, ja. Hat gespielt. Schönen guten Abend. Hallo. Ich weiß nicht, was der Hamster am Klo macht. Vielleicht wollte er eine Verstopfung beseitigen. Oh, das sind direkt Batterien. Ei, alles wird gut hier. Alles wird gut. Pass auf, dann können wir ja den Grabber jetzt machen, ne? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Dann können wir an das Alkali ran. So, dann machen wir den Grabber auf 4. Dann können wir den Oxygen Generator machen. Das halte ich für eine gute Idee. Den machen wir jetzt einfach mal. Das kann so falsch nicht sein. Generally it's inside out battery rather... Was? Moment, das können wir... generally it's an inside out battery with a rather complicated pattern from electric tape. Okay. All of this is fit into a fancy case and it has a fancy name. You can be proud of... Spinner, ey. Und können wir hier nicht die... Ach nee. Moment, Oxygen Station? Oxygen Generator. Aluminium. Hatte ich nicht irgendwann eins? Was machen wir mit dem Hamster denn? Ja, okay. Freunde, was soll ich dazu sagen? Ich habe ihn nicht getötet. Nein, der war schon tot. Ich habe ihn aus der Toilette gerettet. Der war tot schon. Der war zusammen mit dieser gelben Flüssigkeit. Made from ordinary water by natural alkalization through the kidneys. Sehr schön. Was mache ich mit dem gelben Wasser denn jetzt? Ich weiß es nicht. So, Oxygen Generator. Kann ich den irgendwo hier hinpacken?
Nee, was mache ich denn mit dem? Was bringt mir der denn? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ich kann mit dem irgendwas Sinnvolles. Jawa, was ist denn das für ein fieses Geräusch? Lass das. Ach, da kann ich... Aus 4 Eis kann ich sowas machen. Aber wofür brauche ich das denn mal? Ist ja schräg. Okay, lass uns mal Alkali besorgen, ja? Wo war's denn das Alkali? Ich wollte da hier doch noch irgendwas angeguckt haben. Wo war denn das Alkali? Da oben war's. Ey. Schneide ich das einfach ab oder was? Okay, ist ja lustig. Was mit dir hier? Du bist doch so verkohlt. Du bist doch... Ach nee, du bist nur im Schatten gewesen. Nimm mal mit. Könnte man hier irgendwas greifen mit dem Grabber? Aber hier ist vielleicht noch ein... Ne, kommt man nicht. Tragisch. Okay, wir gehen mal zurück. Ich glaube, ich müsste ein bisschen Eis mal mitnehmen, ne? Ich habe nämlich nichts mehr zu trinken. Na, lass mal kurz reingehen, sonst brauchen wir auch nichts mehr zu trinken. Dino geht super. Das ist, wie kommt ihr eigentlich von Tierquälerei auf Dino? Ich kann das überhaupt nicht, verstehe es nicht. Ich brauche da mal mehr Feder, mehr Input. Ist das hier auch nochmal Alkali, was hier so rumoxidiert da vorne? Oder ist das, was ist das hier? Ah, Ice Supply. Ach, dafür brauche ich den Scrapper. Okay. Das geht ja also auch so. Okay. Es war praktischer, als hier durch die Gegend zu fliegen, die kleinen Kugeln aufzusammeln. Ja, 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 ist ja gut. Ist ja gut. Jetzt machen wir nicht so ein Drama davon hier. Gottes Willen. So, wir haben jetzt einen Wire wieder, ne? Oder? Ich hatte einen... Nee, ich hatte keine Wire. Aber wir können jetzt Batterien machen. Ich mag den Song. Atmen wird überbewertet. Meine ich doch auch, ne? Komisch, ich habe noch nicht rausgefunden, was ich jetzt mit dem Ding da mache irgendwie so. Aber wir machen uns mal kurz ein paar Trinkflaschen. Essen ist nicht so das Riesenproblem, aber trinken ist... muss man doch immer wieder. Wahrscheinlich findet man... Ich wäre so cool, wenn wir den Hamster reanimieren können. Ich wäre da sofort dabei, wenn wir den Hamster reanimieren können. Das würde ich richtig schön finden. So, packen wir die erstmal weg hier. Batterien können wir auch erstmal ein paar wegpacken. Da haben wir noch einmal Alkali. Das Plastik werden wir jetzt nicht brauchen. Wir machen wir uns mal ein bisschen frei hier, oder? So, wer war denn El Chago? Hallo. Na, die habe ich ja länger nicht mehr gesehen. Schönen guten Abend, vielen lieben Dank für das Abo. Danke. Hamster lieb. Es wäre cool, wenn man den wiederbeleben könnte. Ich würde das klasse finden. Bounty Slot One. So, dann machen wir das. Oh, der ist ja auch bald kaputt hier. Der Grabber. Der hat ja auch keine Haltbarkeit mehr. Tools. Das ist ja doof, dass ich für den dann, für den Grabber immer wieder... Der hält ja gar nicht mehr. So, warte mal, die Shears, die wollten wir nochmal überhaupt ausprobieren, ne?
Und zwar können wir noch hier was auseinandernehmen, damit. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen Fabric raus. Und wie viel Haltbarkeit hat er jetzt verloren? Uiuiui, aber einiges, ne? Da machen wir uns dann so eine Roll of Fabric eben damit. Ich weiß noch nicht, wofür ich die brauchen sollte, aber hatte wegen Uni kaum Zeit in den letzten Wochen. Ja, es gibt Dinge, die gehen vor. So, lass uns nochmal voll heilen und dann will ich mal wirklich weiter weg zu diesem Feuer da. Ich weiß gar nicht, wie ich da eben zurückkommen soll. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ich jetzt eine Oxygen Generator habe und ich dachte mal, Streamer tragen keine Hosen. Man sieht immer nur der. Ich habe auch keine an. Wie kommst du denn da jetzt drauf, auf die Abartige, die ich für die Hosen anhaben? Das verstehe ich nicht. Ich fühle mich da jetzt ein bisschen beleidigt. So. Okay, okay. Dann gehen wir da mal runter. Ja, komm. Risiko hier. Freezing Danger? Wieso? Warum? Wieso ist mir denn kalt? Das schaffe ich nicht bis dahin. Das ist zu weit weg. Das ist einfach, es ist zu... Oh, ist das schön. Babe, mach mal die Meldung da weg. Babe, du gehst mir auf den Sack. An automatic shuttle temperature control system. Due to the freezing of the sensors, it works at maximum power and is able to melt the cooling gel along with the helmet. Aha, ist mir jetzt hier wärmer oder was? Das leuchtet so freundlich. Na klasse. Freezing Danger. Das ist ja ganz neu. Ja, gleich kommt Sauerstoffwarnung. Ah, war ja klar, irgendwas ist ja immer. Na, okay, dann lass uns mal woanders umgucken. Ich weiß noch nicht wo. Da vorne rein, ne? Lass uns da vorne rein nochmal. Oder da, wo die Jungs da waren. Jetzt bloß kein Leben verlieren gerade. Lass uns da nochmal hingehen. Müssen wir uns langsam rantasten. Kannst du das Teil nicht hinter den Toolleisten ziehen, den Generator? Nee. Sieht nicht so aus. Nee, kann ich nicht. Dann könnte ich ihn austauschen. Und hier kann ich ihn auch nirgendwo hinziehen. Keine Ahnung, was ich mit dem machen kann. Werden wir noch rausfinden. Das kriegen wir noch raus, glaube ich, jedenfalls. So. Gehen wir nochmal darüber, wo die Jungs waren. Vielleicht ist da ja doch noch was. Da ist zum Beispiel ein Kabel, das sehe ich. Das brauche ich auf jeden Fall. Das nehmen wir auch mit. Das kann auch nicht schaden, wenn wir hier Plastik mitnehmen. Honig, okay. Fabric. Lass uns das nochmal auseinandernehmen. Der Lautsprecher. Okay. Dann eben einmal kurz zurück, aber nur mit den Kabeln. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Und da ist noch ein Kabel. Alles klar, dann lass uns jetzt zurück. Und dann gehen wir in dieses große Ding da eben weiter. Ja, okay, verliere jetzt doch ein bisschen Leben, aber nicht viel. Also, dass man sich durch Schlafen heilen kann, macht's ja fast so leicht, ne? Aber hat ja vielleicht auch nicht nur den Anspruch, irgendwie schwer zu sein. Wire, Equipment, Tools. Toll, jetzt fehlt mir wieder Aluminium für den Grabber. Ich kriege die Krise.
Stations. Refined Metal. Habe ich hier nicht welches gehabt? Refined Metal? Ich dachte, ich hätte ja mal welches hingepackt, was ich nicht gebraucht habe. Gut. Lass uns mal eben Metall besorgen draußen vor der Tür. Ich mache mir auf alle Fälle dieses Scrap-Dings, was die Entwickler haben wollten. Das scheint wichtig zu sein. The shuttle got caught in some larger debris. Lucky. Wo ist denn das dritte hin? Keine Ahnung, eben war es noch da. Okay, das und den hier. Ich brauche 4, 8. Na komm, den kriegen wir noch mit da vorne. Ist ja schon friedlich, das Spiel irgendwie, ne? Wenn nicht gerade diese Warnmeldung kommt, die... Echt ein bisschen überdramatisch ist, finde ich. Wie war das mit dem Modbefehl verwendet? Schon den Shit. So, Equipment, Tools, einmal den Handy-Scrapper. Gut, wir haben immer noch einen, ne? Der ist aber gleich kaputt. Komm, wir machen uns auf alle Fälle einen neuen Handy-Scrapper. Den brauchen wir. Überdramatisch, du bist ja auch nur am Ersticken. Es geht, ja. Refined Metal, genau, das müssen wir machen. Zwei Stück. Nein! Ah, echt jetzt? Irgendwas ist hier. Okay. Guck mal, dahin muss doch auch was sein. Was ist jetzt eigentlich mit dem Huhn hier? Was können wir jetzt hier mit dem Huhn eigentlich machen? Oh! 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 Aber es ist aus! Haha! Sehr schön. Ich mag meinen Huhn. Ist ja gut. Also Gummi habe ich genug. So, Resources. Refined Metal. Tipp von Kittelinchen. Ich glaube, die Oxygen Candles musst du im Inventar anklicken. Aber ich kann eigentlich nur rechtsklicken hier. Ich kann nur sagen Drop. Dann schmeißt du die weg. Wo ist sie hin? Da. Also links klicken kann ich sie nicht. Hier, guck mal, bei denen kannst du sagen, use linke Maustaste. Das könnte ich auch benutzen. Temperature plus 25. Okay, ja gut. An die kann ich nur droppen, gerade. Die Oxygen Candles. Ja, es kann auch sein, dass es im All, oder wenn ich keinen Sauerstoff mehr habe. Das können wir gleich mal ausprobieren, gerne. So, Stations. Jetzt machen wir endlich diesen Entwicklerschrott hier fertig. Was ist denn? Und da kann ich jetzt was mitmachen? Use. Bounty Slot 1. Ich
The electrical stimulation is complete. Having traced your brain's activity while you were working, your brain was stimulated with small electrical charges to improve your engineering skills. Judging by the result, it didn't work and caused a number of hallucinations. However, it was entertaining. You still can't get past the radiation, but I will mark the coordinates of the rescuers for useless motivation. Was? Es ist fertig. Wir haben das Spiel geschafft. Wir haben es geschafft. Wie geil. Wir sind durch. Jetzt markiert er uns noch den Evakuierungspunkt und damit wir wissen, wo wir vielleicht mal hin müssen, falls wir irgendwann nicht mehr motiviert sind oder sowas. Was? Wie? Da. You lie again. You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. Wenn da steht, schlag dich selber und man macht das und kriegt ein Achievement, dann geht man doch nicht davon aus, dass man weiterschlägt, dass man stirbt. Was ist denn das? Das ist was Blödes. Load autosave. Ja? Machst du das denn jetzt auch? Ist es abgestürzt? Ich hätte vielleicht mich für das linke entscheiden sollen. Ich glaube nicht, dass... Oh doch. Okay, wo sind wir denn? Wir wollten Metall holen, ne? Ja, wir wollen Metall holen. Meine Güte. Was denn? Die sind aber echt krass drauf, die Jungs, ey. Wie geil ist das? Aber ganz ehrlich, von den super schnell ausgesprochenen englischen Texten und den Untertiteln kriege ich leider echt nicht viel mit. Ich kann euch das auch nicht mal wirklich großartig übersetzen. Es ist irgendwie ein bisschen schade irgendwie so. Es ist letztendlich mein persönliches Unvermögen. Ich finde das wirklich extrem schnell. Und aber es gibt hier trotzdem noch was zu entdecken. So ist ja nicht. Aber es kann sein, dass das jetzt erstmal Ende-Story-Modus ist. Ich brauche eine Crowbar. Ich weiß gar nicht, ob ich da unbedingt das Ding öffnen will. Das nehmen wir noch mit, das Wire hier. Das sieht gut aus. Und hier euch nehmen wir auch nochmal mit. Und da einfach noch ein bisschen Eis. Das nehmen wir auch mit. Das wollten wir mitnehmen, das Eis. Das Eis auch. Das Eis. Und jetzt gehen wir mal rein. Passt doch auch wieder genau, ne? Oder? So. Stell dir das mit der Evakuierung nicht so einfach vor. Ich glaube, das geht gar nicht. Den Clip muss ich mir da erstmal angucken. So, und ich werde jetzt mit 32 Minuten die Folge hier beenden. Es gibt noch sicher viele Wege, dich zu killen. Ich glaube auch. Ich glaube, wir können ja ein bisschen rummachen. Wir machen uns erstmal was zu essen. Aber ich verabschiede mich aus dieser Folge. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.